Video vergrößert sich unsere Herde. Und zwar zieht der Ponyhengst Kubanito oder auch Kubi zu uns. Am Hänger angekommen, lasse ich ihm erst etwas Zeit. Er kann dann alles untersuchen, sich anschauen. Und wenn er soweit ist, gebe ich ihm am Seil eine Richtung vor, in die es gehen soll. Ersatzhandlungen, wie zum Beispiel hier, wo er ins Seil beißt, ignoriere ich zum Anfang. Und sobald er sich für den Hänger interessiert oder in die Richtung denkt, lasse ich ihn in Ruhe, mache eine Pause, lobe ihn. Und sobald er wieder wegdenkt, frage ich wieder nach, gebe ihm wieder eine Richtung am Seil. Wenn das nicht reicht, frage ich mit dem Stick noch etwas nach und warte ab. Zwischendurch hat sich die Situation am Hänger etwas verändert. Und zwar kam etwas Unruhe durch den Stallbetrieb auf und Kubi hat das direkt in seinem Verhalten gespiegelt. Ich versuche, Verhaltensweisen wie das Steigen zu vermeiden. Falls es doch dazu kommt, ist es wichtig, dass ich ruhig bleibe und genauso ruhig und nett wie vor dem Steigen nach einer Vorwärtstendenz frage. Hier gab es dann eine Kurzinfo für ihn, dass es nicht an dem Hänger vorbeigeht. Er konnte das dann auch gut akzeptieren und hat sich dann auch wieder gut beruhigt. Die Situation war auch sehr interessant und zwar war Kubi bereit zum Steigen, hat sich das aber nochmal überlegt, da ich den Druck nicht erhöht habe und ging wieder vorwärts. Er fing an, immer mehr Richtung Hänger zu denken und ja, dann hat er all seinen Mut zusammengenommen und ist auf die Klappe gegangen. Dafür gab es natürlich eine Pause und eine Streicheleinheit. Der Kleine war dann noch ein zweites Mal mutig und zack, stand am Hänger. Fohlen oder kleine Jungpferde transportiere ich gerne ohne Trennwand. Dazu streue ich den Hänger mit Stroh ein und lege Heu lose in den vorderen Bereich. Während ich den Kleinen ablenke, baut Richard den Fohlenfang an und bereitet alles für die Fahrt vor. Zur Sicherheit ziehen wir dann immer noch die Plane runter und damit er sich nicht erschreckt, habe ich ihn kurz umgedreht. Damit der Kleine nicht mit aussteigt, habe ich ihn hier wieder gedreht und hatte dann genug Zeit, um auszusteigen. Damit sich der Kleine während der Fahrt nicht verletzt, habe ich die Seitenfenster, die Türen und die Sattelkammer abgeschlossen. Ja, und dann kann es auch schon losgehen.
Die ersten Meter war Kubi noch etwas aufgeregt, hat gerufen und sich gedreht, aber spätestens an der ersten Ampel stand er sehr ruhig und hat dann auch während der Fahrt sein gesamtes Heu aufgemümmelt, sodass er bei uns zu Hause gestärkt ankam. Kubi hat die Fahrt wirklich gut weggesteckt und wirkte frisch und munter. Er hatte auch nicht geschwitzt und ja, dann ging es raus in die Freiheit. Auch beim Ausladen ist es wichtig, dass er genug Zeit bekommt, sich an die neue Situation zu gewöhnen, sich alles anschauen kann und ich lasse ihm dann auch genug Platz, dass falls er rausspringen möchte, mir nicht auf die Füße springt. Draußen angekommen haben wir erstmal einen Rundgang gemacht. Wir sind zur Tränke gegangen und ich habe ihm das Heunetz gezeigt und den Stall. Alles gesehen hat, habe ich ihm das Seil abgemacht und er konnte seine neuen Nachbarn begrüßen. Im nächsten Video seht ihr die Zusammenführung der Herde und Kubis steile Lernkurve. Bis zum nächsten Mal!